Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute, oder nicht heute, sondern diesen Monat, geht es ja um das Thema gönn dir was, tu dir was Gutes. Und ich möchte euch in diesem Monat auch konkret Tipps geben, was ihr euch denn mal Gutes tun könnt. Und wer mir ein bisschen auf Instagram folgt, und ich glaube hier auf YouTube habe ich es auch schon mal gesagt, der weiß, dass ich so gängige Frauenzeitschriften nicht mehr kaufe, weil ich die einfach nicht mehr haben kann. Das, was dort vermittelt wird, ist einfach der völlig falsche Ansatz. Du bekommst nur gezeigt, was du nicht bist, was du nicht hast, was du dir kaufen musst, was du tun musst, um einen bestimmten Bodytype oder ja, einem bestimmten Äußeren einfach zu entsprechen. Und damit kann ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren. Und vor ein paar Monaten habe ich mich dann halt auf die Suche begeben nach alternativen Zeitschriften, nach besseren Frauenzeitschriften. Und hier bei uns auf dem ländlichen kann man das vergessen. Hier bekommst du wirklich nur den Bullshit. Und deswegen bin ich immer darauf angewiesen, entweder im Internet zu bestellen, kann man ja heutzutage auch, oder ich nutze wirklich alle Gelegenheiten, wenn ich in größeren Städten bin, durch irgendwelche Geschäftstreffen oder durch den Urlaub, dass ich da immer irgendwo in eine Buchhandlung gehe, in einen Zeitschriftenhandel gehe und nach neuen Zeitschriften suche. Und eine Zeitschrift, die ihr aber im Internet bestellen könnt, wenn es euch so geht wie mir, dass ihr bei euch zu Hause ein bisschen aufgeschmissen seid mit alternativen Zeitschriften, für den habe ich heute den Tipp The Mothering Journey bzw. The Birth Journey. Ich verlinke euch die Seite von The Mothering Journey auf jeden Fall unten in der Infobox. Die gibt es übrigens auch bei Instagram. Und das ist jetzt, das sind jetzt die Sommerzeitschriften. Und das war echt mal was anderes. Also ich habe, wie gesagt, schon viele alternative Sachen gelesen, aber das hat sich wirklich von allem, was ich bisher in der Hand hatte, total abgehoben. Und deswegen möchte ich euch das empfehlen und euch nahelegen, euch dieses Magazin, diese Zeitschrift mal zu gönnen. Es werden so viele tolle Themen nur für uns Mamas angesprochen. Also es ist nicht eine Frauenzeitschrift, sondern eine Mama-Zeitschrift. Und das fängt zum Beispiel an bei Schwangerschaft bzw. auch Geburt. Und ein besonders interessanter Artikel war für mich zum Beispiel auch einer, da ging es darum, dass ich eine positive und für mich wohlfühlende Geburtssituation schaffen muss. Und als ich den Artikel gelesen habe, fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Bei Vince Geburt habe ich mich total wohlgefühlt und das passte alles. Und ich konnte ihn ohne große Schmerzen in diese Welt hinauslassen. Und bei Svea war die Atmosphäre einfach so kühl und hässlich und kalt und furchtbar, dass ich riesengroße Schwierigkeiten hatte, sie auf die Welt zu bringen. Und dass ich sie nicht loslassen konnte, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und wie kann ich dann mein Kind in diese Welt rauslassen, ja? Also diese Assoziation zu ziehen, fand ich unglaublich spannend. Es geht zum Beispiel darum, wie man Spiritualität im Alltag leben kann, in ganz, ganz kleinen Schritten. Es geht aber auch in mehreren Artikeln zum Beispiel um das Thema Tod und Trauer, was ich auch super interessant fand. Auch viele Sachen, die ich vorher nicht kannte, wo ich meinen Horizont zum Beispiel wieder erweitert habe. Das war zum Beispiel dieser Artikel hier, Munaiki, über den 13. Munaiki-Ritus, der Ritus des Mutterleibs. Fand ich super interessant. Und ich finde, jeder sollte sich mal so ein bisschen mehr mit seinem Frausein und auch mit seiner Gebärmutter und all diesen Sachen, weil unsere Gebärmutter ist eigentlich unsere Energiequelle, einfach mal so ein bisschen mehr beschäftigen. Es gibt auch Rezepte, wie in jeder Zeitschrift. Das ist was, was sich mit anderen Zeitschriften doppelt. Ansonsten ist wirklich alles anders. Also hier wird euch nicht gesagt, welche neuesten Klamotten ihr kaufen müsst, welche Beauty-Produkte ihr kaufen müsst oder solche Sachen, sondern alle Artikel, aus jedem Artikel könnt ihr einen Mehrwert ziehen. Und wenn es nur ist, dass ihr wieder was Neues über euch gelernt habt oder über neue Möglichkeiten euren Horizont zu erweitern. Hier, das war dieser Artikel Mütterliche Intuition und Geburtsinstinkt, wo ich so einen Aha-Effekt einfach auch hatte. Was ich auch super interessant fand, war Coaching Mama Bliss Activation. Also da hat man dann, das ist relativ im hinteren Teil, das ist dieses hier, und da hat man in 4 Schritten zu mehr magischen Mama-Momenten. Und das fand ich richtig, richtig interessant. Da nehmt ihr Kontakt zu eurem inneren Kind auf, was ich jedem nur ans Herz legen kann und empfehlen kann. Und das fand ich auch nochmal schön. Also ihr habt nicht nur Artikel zum Lesen, sondern dann auch wirklich was, wo ihr aktiv was tun könnt, an euch arbeiten könnt. Also das Rundum-Paket hat mir einfach so, 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 so gut gefallen. Und dann gibt es auch noch das Magazin The Birth Journey.
Hier, das zum Beispiel auch, da sind auch so viele schöne Bilder drin. Also ich muss mir das auch aufheben wegen den vielen schönen Bildern. Und bei The Birth Journey, ne, geht es natürlich hauptsächlich um Schwangerschaft und Geburt natürlich. Da hat man so Artikel wie Kinderwunsch zum Beispiel erstmal, eine Seele einladen, finde ich super, super schön, so vom Ansatz her. Dann sanfte Hilfe bei Erkältung, die Geburtswehe, drei Schritte zu einer angstfreien und entspannten Geburt, finde ich super interessant, sollte jede Schwangere gelesen haben. Kaiserschnitt, Intervention muss das sein, Entscheidungen während der Geburt, ist ja auch ein Thema, mit dem man sich befassen muss. Dann ein Geburtsbericht, dann noch was zur Geschwisterzusammenführung nach der Geburt. Auch super interessant, super, super schön. Die Entthronung des Erstgeborenen ist ja auch so eine Sache, die dann passiert, ne? Der weibliche Zyklus, die Fruchtbarkeit in der Stillzeit. Also es fängt auch wirklich so an, Schwangerschaft, Geburt, nach der Geburt, ne? Und dann noch Interview über eine Reise als Mama, das Familienleben und die Geburt. Bedürfnisorientiert, liebevoll und achtsam. So, so schön. Ich kann euch beide Magazine wirklich nur ans Herz legen. Ob ihr nun schwanger seid oder ob ihr schon Mama seid, oder lest es bitte. Es ist, ich habe mir auch schon einen Kalender geschrieben im September. Lasst mich kurz gucken. Am 22. September kommt dann die neue Ausgabe raus. Ich muss mir das unbedingt wiederholen. Es war so toll. Es hat mir so viel gebracht. Ich habe noch niemals so viel aus einer einzigen Zeitschrift für mich an Wissen, an Aha-Momenten, an neuen Gedankengängen gezogen, wie aus dieser Zeitschrift. Wirklich super toll. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Gönnt euch mal The Mothering Journey, bestellt euch euer Exemplar, lest es und schreibt mir dann super gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, ich hoffe, man kann meine Begeisterung für dieses Magazin konnte ich das transportieren. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!